Ryder, ich habe Neuigkeiten über Carrie. Hakim, Carries Produzent. Ich bin derjenige, der sie in der Dokumentation so umwerfend aussehen lässt. Es gibt allerdings ein Problem. Carrie wurde wegen aufrührerischen Verhaltens verhaftet. Sie sitzt in einer Zelle im Hauptquartier der Miliz. Könnten Sie vielleicht mal bei ihr vorbeischauen? Ein Besuch von Ihnen könnte einiges bewirken. Vergessen Sie es nicht. Carrie sitzt in einer Zelle der Miliz. Sie würde sich über Ihren Besuch beschweren. Ich habe bei Ten eine Beschwerde eingereicht. Denen zeige ich. Ich weiß nicht. Konnte durch die Errichtung einer Botschaft auf Aya einen gewaltigen diplomatischen Erfolg erzielen. Vertreter der Nexus arbeiten nun direkt mit den Angara zusammen, um mehr über diesen Cluster und die Cat in Erfahrung zu bringen. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Es tut mir leid, Lerner. Wir versuchen nur, unsere Moral zu stärken. Oh, hey, Ryder. Hakim hat mir erzählt, sie wurden wegen der Dokumentation verhaftet. Ich schätze, ich habe den Löwen ein bisschen zu sehr gereizt. Sie mussten die Wahrheit erzählen, egal wie hoch der Preis dafür auch ist. Sie haben das Richtige getan. Wissen Sie, hier waren noch andere Gefangene. Aufständische. Leute, die geweint haben und Angst hatten. Ich und meine Wahrheit haben ihnen das angetan. Sie wollen also einfach hier rumsitzen? Soll Ihre Arbeit so enden? Was? Nein. Zum Teufel, nein. Vielleicht kann ich das hier verwenden. Danke, dass Sie hier waren, Ryder. Ich gebe Ihnen Bescheid, wenn sich irgendwas ändert. Hallo. Sie warten auf Sie. Sehen Sie sich vor. Ryders Entscheidung, diese Kroganer zu retten, war rein emotional. Sie dachte dabei an Sie. Ryder weiß selbst, was sie tut. Geben Sie einfach zu, dass Sie die Kroganer nicht mögen. Der Pathfinder. Ryder, wir haben gerade über Ihre Begegnung mit dem Archon gesprochen. Ich musste tatsächlich einige Salarianer zurücklassen, Direktor Ten. Und das tut mir leid. Ich verstehe. Nun ja, es ist jedenfalls schön, die Arche Passero wieder mit der Nexus vereint zu sehen. Ich muss allerdings fragen, was es uns gebracht hat, den Archon Dea zu provozieren. Er hatte eine Karte mit der Position von Meridian. Die haben wir jetzt und ein kurzes Zeitfenster, um dorthin zu kommen. Es ist das Kontrollzentrum des Terraforming-Netzwerks. Wenn wir es aktivieren, sind all unsere Probleme gelöst. Woher wissen Sie das? Es ist eine fremde Technologie. Das Gewölbe auf Aya weist auf Meridian als Schlüssel hin. Ich schätze, was Sie für unsere Einsatzteams getan haben, aber für einen Krieg gegen die Cat sind wir zu schwach. Sie werden Meridian mit allem verteidigen, was Sie haben. Tun wir nichts, kommt es sicher zum Kampf. Der Archon plant bereits, wie er uns dem Aufstieg unterziehen kann. Und das wird hässlich. Wir sollten uns auf die Außenposten konzentrieren. Wenn dann die Cat angreifen, sind wir nicht alle am selben Ort. Außerdem ist dann noch die Sache mit Ihrem Sam. Wir sind das Risiko eingegangen, eine KI mit einzubeziehen. Offen gesagt fühle ich mich aber unwohl dabei, wie sehr sie inzwischen einbezogen ist. Ich mag Sie, Ryder. Wirklich. Aber ich kann Ihren Plan nicht unterstützen. Ich schon. Genau wie ich. Ich stimme zu. Ryder verdient die Chance, es zu versuchen. Ich begrüße Ihre Geschlossenheit, aber Sie unterstehen mir. Ich hoffe, das ist Ihnen bewusst. Was ist los, Ten? Angst, jemand könnte Sie in den Schatten stellen? Wir sind nicht die Pathfinder-Initiative. Die Befehlskette besteht nicht ohne Grund. Das wäre dann alles. Ich hätte es wissen müssen. Und ich habe nicht mal einen Plan B. Es gibt vielleicht einen Weg. Verzeihung, Pathfinder. Ich habe eine dringende Nachricht für Sie. Ihr Bruder ist aufgewacht. Was? Gehen Sie. Wir unterhalten uns später. Im Tech-Labor.
Scott. Sarah. Lass dich mal knuddeln. Hast du jetzt endlich genug geschlafen? Ich dachte, es sei Samstag, dann Sonntag und dann muss der Wecker kaputt gegangen sein. Glaub mir, du hast mir echt gefehlt. Wir hatten ein paar schwierige Zeiten zu überstehen. Tut mir leid, dass ich bei Dads Tod nicht da war. Du hättest nichts tun können. Ich wusste nicht mal, ob ich es dir erzählen soll. Gut, dass du es gemacht hast. So hast du mir den Schock beim Aufwachen erspart. Er wird mir fehlen. Aber er würde jetzt sagen, wir sollen gefälligst nach vorne schauen. Ja, und es gibt einiges zu tun. Richtig. Du bist ja jetzt die ehrenwerte Madame Pathfinder. Oh, bitte, so ist das nicht. Na dann, verzeih ich dir die Lüge, wir hätten ein Zuhause gefunden. Ich bin gerade mal eine Minute jünger als du. Du musst mich nicht schonen. Ich hol meine Ausrüstung, dann... Langsam! Sie sind keinesfalls diensttauglich, Sir. Sie müssen sich erholen. Ach ja, sag wer? Der Pathfinder. Ruh dich erstmal aus. Das ist ein Befehl, Specialist Ryder. Oh, die Hierarchiekarte. Du solltest hoffen, dass ich keinem von dem Jahr erzähle, in dem du nur Brei essen wolltest. Wie alt warst du da? 6? Sie können gerne noch bleiben. Aber kein Arm drücken. Ryder, hier Pathfinder Riggs. Wir hätten da ein paar Ideen wegen Meridian. Kommen Sie so schnell wie möglich ins Tech-Labor. Mach ich. Hey. Ich dachte mir, du fühlst dich vielleicht außen vor gelassen. Ja, ein bisschen. Obwohl ich durch Harry und die Medtechs das eine oder andere mitgekriegt habe. Es steht viel auf dem Spiel, oder? Nur das Schicksal der gesamten Initiative. Jeder Mann, jede Frau, jedes Kind und alles dazwischen steht kurz vor der Auslöschung. Das Übliche eben. Oh, tja, ich bin mir sicher, solche Situationen werden im Pathfinder-Handbuch ausführlich behandelt. Klar doch. Bis zum Mittagessen ist die Sache vom Tisch. Es gibt hier eine Alien-Spezies, die man die Cat nennt. Ihr Anführer, der Archon, ist ein gruseliger Irrer, der jeden von uns in einen von ihnen verwandeln will. Und wir beide wollen Meridian, das Herzstück eines fremdartigen Terraforming-Netzwerks. Wenn wir es aktivieren können, überleben wir vielleicht. Mann, da zeigt meine große Schwester ja mal richtig Eigeninitiative. Ich perfektioniere währenddessen die Kunst, in einen Plastikbecher zu pinkeln. Ich dachte, wir könnten uns vielleicht über Mom und Dad unterhalten. Klar, und über was genau? Ich dachte mir, du wüsstest vielleicht gerne, wie Dad gestorben ist. Ich wollte dich auch schon danach fragen. Es war auf Habitat 7. Wir saßen dort wegen einer fremdartigen Terraforming-Maschine fest. Dad hat sie deaktiviert und uns dadurch den Arsch gerettet. Aber dann brach die Hölle los. Mein Helm wurde zerstört und ich konnte nicht atmen. Ich wäre erstickt, wenn Dad mir nicht seinen gegeben hätte. Er hat sich geopfert? Nur einer von uns konnte das überleben und er hat keine Sekunde gezögert. Er war ein Held. All die Geschichten über seine Zeit als N7, über seine Heldentaten beim Militär. Ich dachte immer, das wären einfach nur Übertreibungen gewesen. Ich wünschte, du hättest ihn sehen können, wie er diese Cat ausgeschaltet hat. Das war einfach unglaublich. Unser Dad, die knallharte Einmannarmee. Keine schlechte Art, ihn in Erinnerung zu behalten. Weißt du noch, wie sie sich kennengelernt haben? Mal sehen. Mom hat damals bei der Allianz an den ersten biotischen Implantaten geforscht. Und ich glaube, Dad war zur N7-Ausbildung auf der Erde. So wie er es erzählt hat, war sie vom ersten Moment an in ihn verliebt. Er meinte, er hätte eine unwiderstehliche, harter Kerlen-Uniform-Ausstrahlung gehabt. Dad? Naja, irgendwas muss wohl dran sein. Sie haben schließlich geheiratet. Dann brach der Erstkontaktkrieg aus und er wurde in den Kampf geschickt. Anschließend kamen wir zur Welt und Dad wurde als Attaché auf die Citadel versetzt.
Was weißt du noch über Moms Biotech-Forschung? Vor allem, dass ihre Arbeit letztlich für ihren Tod verantwortlich war. Biotik war damals noch absolutes Neuland. Genau wie die damit verbundenen Gefahren. Bei vielen, die mit E-Zero gearbeitet haben, brachen alle möglichen seltenen Krankheiten aus. Mom wollte Implantate entwickeln, die Biotikern helfen sollten, ihre Fähigkeiten zu kontrollieren. Sie war eine Pionierin. Die Konsequenzen waren ihr vollkommen egal. Erinnerst du dich noch daran, wie es war, auf der Citadel aufzuwachsen? Klar. Sie war eine riesige Raumstation voller Aliens. Anfangs hat mir das Angst gemacht, aber nicht lange und ich habe mit Kindern sämtlicher Spezies Lasertag gespielt. Ohne die Citadel wäre ich vermutlich nicht hier. Sie hat mir gezeigt, dass das Leben endlose Möglichkeiten bietet. Ich wollte einfach wissen, was noch da draußen ist. Denkst du noch oft an Mom? Ja, vor allem im Moment. Ich frage mich, was sie wohl sagen würde, wenn sie uns jetzt sehen könnte. Dad hat von ihr gesprochen, bevor wir zu unserer ersten Mission aufgebrochen sind. Echt? Ich hatte den Eindruck, er hat nach ihrem Tod vollkommen dicht gemacht. Er hatte seit Jahren nicht mehr über sie geredet. Er hat sie geliebt. Ich glaube, er war ohne sie einfach verloren. Das waren wir alle. Du solltest noch etwas wissen. Dad hatte Geheimnisse vor uns. Zum Beispiel? Dass Sam klüger ist, als alle dachten. Außerdem hat Dad seine und damit auch meine Verbindung zu ihm erweitert. Dadurch ist unser Sam zu deutlich mehr fähig als andere. Dad konnte es einfach nicht lassen. Was hatte er vor? Er hat einige seiner Erinnerungen in Sam verschlüsselt. Ich habe angefangen, sie freizuschalten. Was für Erinnerungen? Wir beide kamen darin vor. Und Mom. Du hast Mom gesehen? Ja, im Krankenhaus. An dem Tag, als sie gestorben ist. Und bei diesem Familienessen, das sie sich so gewünscht hatte. Ich erinnere mich. Dad war genauso gesprächig wie immer. Aber da war noch was. Dad hatte sich in der Milchstraße mit irgendeinem Wohltäter unterhalten. Einem hohen Tier aus der Initiative. Keine Ahnung, wer er war. Davon höre ich zum ersten Mal. Ja, ich hoffe, ich finde noch raus, was das alles zu bedeuten hat. Vermisst du eigentlich dein altes Leben? Ich bin noch nicht mal richtig hier angekommen, aber ich denke schon darüber nach, was hätte sein können, wenn nicht alles den Bach runtergegangen wäre. Was denkst du, wäre anders gelaufen? Naja, während du nach proteanischen Artefakten gesucht hast, habe ich ein Masseneffektportal bewacht. Es war einfach krass, es den ganzen Tag vor Augen zu haben. Ich habe davon geträumt, die andere Seite zu sehen. Von den Abenteuern, die ich erleben würde. Den Dingen, die ich erreichen könnte. Aber als dann alles den Bach runtergegangen ist, naja, ich schätze, ich werde es wohl nie erfahren. Was meinst du damit, dass alles den Bach runtergegangen ist? Naja, zunächst mal Moms Tod. Ich habe in meinem Leben noch nie so viel geweint. Und Dad war danach nicht mehr derselbe. Er hatte so viel in Sam investiert, um sie zu retten. Aber KIs sind in der Milchstraße nun mal illegal. Und als ihn die Allianz dann deswegen rausgeworfen hat, hat sich alles verändert. Urplötzlich war es ein Makel, Alec Ryders Kind zu sein. Ein Makel, den du und ich nie wieder losgeworden wären. Okay, ich gehe dann mal wieder. Du musst dich ausruhen. Ja, du glaubst gar nicht, wie erledigt ich bin. Ich mache jetzt ein Nickerchen, döse noch ein bisschen und versuche dann ein wenig Schlaf nachzuholen. Es wird besser werden. Aber bestimmt nicht, bevor du dieses Meridian findest. Verdammt, ich will dabei sein. Ich mache Fotos für dich. Das ist nicht gut.
Spender, der stellvertretende Direktor der Kolonialverwaltung, wurde des Diebstahls von Vorräten der Nexus überführt und entlassen. Um sich der Bestrafung zu entziehen, entschied sich Spender, die Nexus zu verlassen. Sein derzeitiger Aufenthaltsort ist unbekannt. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Oh, Ryder, wir haben mit Dr. Aridana und ihrem Team darüber nachgedacht, wie sie nach Meridian kommen könnten. Wir denken, wir haben eine Lösung gefunden. Ich höre. Das sind Pläne für eine neue Technologie, die wir Ghost Storm nennen. Sobald sie sich Meridian nähern, können unsere Schiffe die Signatur der Tempest nachahmen. Die Cat werden nicht wissen, welche die echte ist. Ihre Sensoren werden verrückt spielen und wir können ihre Schiffe weglocken. Das könnte ihnen ein wenig Zeit verschaffen. Wurde es getestet? Was, wenn es nicht funktioniert? Sie sind doch clever. Ich bin mir sicher, Ihnen wird schon etwas einfallen. Wir handeln gegen die Initiative und sind auf uns allein gestellt. Das haben Sie nicht gehört. Was gehört? Wir sind schon den ganzen Tag damit beschäftigt, Gamma-Diagramme auszuwerten. So ist das nun mal als Pathfinder. Risiken sind Teil des Jobs. Eines Jobs, für den wir nicht bezahlt werden. Nach dem hier ganz sicher nicht. Als erstes müssen Sie die Ghost Storm-Technologie erforschen. Anschließend treffen wir uns bei Meridian. Viel Glück. Hauptsächlich, weil Cat-Technologie offenbar mimetisch ist. Sie nutzen Entwicklungen unterschiedlichster Herkunft, um ihre eigenen zu verbessern. Das ist ein bekanntes Muster. Beobachten, unterwerfen, einbinden. Wie viele haben Sie wohl eingebunden? Darüber kann ich nicht spekulieren, Professor. Wir sollten damit rechnen, dass die Cat auch aus Technologien der Initiative lernen und sie einbinden werden. Ryder, auf ein Wort. Ah, da sind Sie ja. Ich wollte Sie etwas fragen. Als Sie die Salarianische Arche gefunden haben, war da irgendetwas merkwürdig? Einfach nicht so, wie es sein sollte? Sie meinen, abgesehen von dem aufgestiegenen Krogana, den Artefakten und einem Stich in den Nacken? Wieso fragen Sie? Weil wir vor ein paar Stunden das hier erhalten haben. Hallo, Ryder. Ich glaube nicht, dass die Kaperung der Salarianischen Arche ein Zufall war. Wenn Sie mehr wissen wollen, treffen wir uns bei diesen Koordinaten. Das ist alles. Denken Sie, das Ganze könnte einfach nur ein schlechter Scherz sein? Wenn ich so darüber nachdenke, erscheint es mir schon ziemlich unwahrscheinlich, dass eine Cat-Armada einfach so über die Salarianische Arche stolpert. Zufälle passieren, aber wenn man es so betrachtet... Ich gebe die Koordinaten für dieses Treffen in den Navigationscomputer ein. Es kann vermutlich nicht schaden, der Sache nachzugehen.
Die Ghoststorm-Technologie ist jetzt vollständig erforscht, Pathfinder. Ausgezeichnet. Dann sind wir bereit für unseren Vorstoß auf Meridian. Ich berufe sofort eine Besprechung ein. Thank you.